Bei uns gibt es heute herzhaft gefüllte Blätterteig-Muffins. Was ihr dazu braucht, ist, würde ich euch empfehlen, diese Blätterteigplatten, diese tiefgekühlten. Dann braucht ihr für 4 Personen 200 Gramm geriebenen Käse, einen Becher Sauerrahm oder wer es ein bisschen deftiger möchte, auch ein bisschen Schmand. Dann braucht ihr 100 bis 150 Gramm Kochschinken gewürfelt. Dann könnt ihr Gewürze nach Geschmack nehmen, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Paprika, je nachdem, was ihr möchtet. Salz, Pfeffer natürlich. Da braucht ihr ein Ei und 1 bis 2 Teelöffel Mehl. Also ich habe das Ganze jetzt hier schon ein bisschen vorbereitet und mein Blätterteig-Viereck ist jetzt auch schon ein bisschen zerrupft, weil ich glaube, ich habe jetzt wirklich schon das 5. Mal das Video angefangen. Und ich nehme eben für meine Muffins, nehme ich gern diese Förmchen, weil dann einfach das Ganze einfach auch sauber bleibt. Also ich nehme das dann zwischen die Finger, drücke das ein bisschen zusammen und dann den Blätterteig in die Form, drücke ich dann ein bisschen in die Form rein. Die Masse habe ich schon vorbereitet. Die fülle ich dann esslöffelweise in die Muffins. Sieht man das? Oder soll ich ein bisschen weiter nach hinten? So. Die fülle ich jetzt schön esslöffelweise in die Muffins rein. Dass sie gut gefüllt sind. Dass auch was drin ist. So. Jetzt habe ich was Sauerei gemacht. Dazu. So, jetzt ist es gut gefüllt. Also sollte schon gut, sieht man das? Bis zum Rand sollte das schon gut gefüllt sein. Dann klappe ich die Ecken zusammen. So. Da muss man immer ein bisschen drauf achten, dass hier Öffnungen frei bleiben, weil sich ja innerhalb des Blätterteigs ja auch noch Dampf bildet, damit der Dampf entweichen kann, weil sonst platzt euch das Ganze. Dann klappe ich das Ganze so zusammen. So. Muss auch nicht alles wunderbar und perfekt sein. Die gehen ja dann nochmal richtig schön auf, diese Blätterteig-Muffins. So, die habe ich jetzt, die Spitzen habe ich jetzt alle zur Mitte gebogen. Und dann tue ich noch ein bisschen geriebenen Käse drauf. Wie viel, das bleibt euch überlassen, wie viel ihr da möchtet. So, nochmal Sauerei. Das Praktische an diesen Muffins, an diesen herzhaft gewürzten Muffins, gibt es ja in vielen verschiedenen Varianten. Die kann man auch gut kalt essen. Also wenn ihr eine Gartenparty schmeißt oder sonst irgendwie ein Fest, das sind die ideal, weil die wirklich auch kalt sehr, sehr gut schmecken. Und dadurch, dass man sie in Förmchen backt, kann man sie auch gut in der Hand halten. So, das war jetzt mein Part. Jetzt tue ich das Ganze in den Backofen rein. Das Ganze muss jetzt ungefähr, je nachdem, zwischen 15 und 20 Minuten bei 200 Grad im Backofen backen. Das zeige ich und dann zeige ich euch, wie die Muffins bei mir nach dem Backen aussehen. Die Blätterteig-Muffins sind schön hochgegangen. Der Käse ist schön zerlaufen. Ich habe euch jetzt das Rezept am Ende des Videos noch dazu getan. Und dann wünsche ich euch doch viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit.